Ist ja wieder heller. Ja, dann packt er aus. Vielleicht ist es auch das dunkle Bier, was da drin ist, weil das zu dunkel macht. Das ist alles dunkel wahrscheinlich. Zieh mal eine Karte. Ja. Hast du uns da was mitgebracht oder was? Oder von wem ist das? Ja. Bin Zauberer. Was? Hier. Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testoleros. Wie beim letzten Video vorgestellt, die Baltic Edition. Die Baltic Edition, Genusspack von der Inselbrauerei. Die verköstigen wir heute dank Daniel. Also wir fangen zumindest mal an damit. Schöne Grüße an Daniel. Genau, vielen Dank. Pack aus. Ja, lass mir noch mal kurz gucken. Hier. Nein. Die Inselbrauerei gibt es übrigens auch bei YouTube und Instagram. Ist alles verlinkt hier in der Beschreibung unter dem Video. Mit Glas. Mit Glas, ey. Endlich kriegt Rico ein vernünftiges Glas. Also fangen wir an mit der sechsteiligen Reihe. Die Baltic. Die Baltic-Reihe, oder was? Ich dachte, dir fällt jetzt noch irgendwas ein. Na, das ist die Inselbrauerei Playlist Nummer. Was steht oben? Eins? Nee, seltene Biere. Flaschenreifung. Genau, bitte. Da gibt es noch ganz viele verschiedene Sachen. Muss da mal kicken, meine auf der Internetseite ist wirklich. Ich konnte ja nicht mehr raus aus dem Staunen, kam ich gar nicht mehr. Das ist ja Wahnsinn. Was du da alles kaufen, vielleicht. Wenn das gut wird und uns das schmeckt, dann bestelle ich da auf jeden Fall noch mal so einen Pack. Dann wird das natürlich ein bisschen was Größeres sein, ist ja klar. Das gibt da, weiß ich nicht, so 12 Bierpullen drin und so. Das, und 2 Gläser und alles so weit. Auf jeden Fall sieht es ja schon mal sehr schön aus. Baltic Edition Genusspack Teil 1. Jetzt pack endlich aus. Ja, na wie denn? Ich bin jetzt aufgeregt. Ich versuche hier Zeit zu schinden, weil ich weiß, wie das aufgeht. Gibt es hier eine Gebrauchsanleitung oder so was? Ey, wirklich ohne Scheiß, Alter. Na wieder nu? Hier gibt's. Wo ist denn der Nippel? Na? Wir blenden erstmal Werbung ein. Oh. Alter. Na, ist ja immer wieder typisch. Mensch. Ja, ich brauch dafür eine Anleitung auch. Also Jungs, wenn ihr das ihr seht, wie Jens das aufruft. Vielleicht gibt es ja eine Anleitung. Ah, jetzt so wie es wieder geht. Nachdem es kaputt ist. Also als allererstes Mal. Enrico kriegt sein endlich sein. Oh doch nicht, noch nicht. Oh nee, Triple, ey, wenn ich das schon lese. Ale. Ale ist auch immer feine. Jetzt hier. Da macht das nicht kaputt. So. Ich dachte, das ist eine Überraschung, was da noch drin ist. Na gut, dann den hast du zuerst gegriffen, ja. Nee, den musst du, das ist hier so ein Triple, oder? Das ist Baltic Triple, 9,5 Volt. Na gut, dann trinken wir erstmal das Baltic L, das hat ja nur 7,5. Ja, genau. So, erstmal das geile Glas, oder? Ja. Ey, ist das nicht geil? Du bist auch so ein Büffel. Ist ein Büffel drauf. Ja, cool. Das ist wirklich, ich bin Büffel-Sternzeichen. Also sind ja auch eigentlich die Büffel-Löros. Ja. Hier mit Adler drauf. Weißkopfseeadler? Ja, doch, ja, könnte schon sein. Aber durch die Farbgebung sieht man es nicht so richtig. 5-mal World's Best Beer. London World Beer Awards. Londoner World Beer Awards 5-mal 16, 17, 18. 18 und 21. Kann man sich darauf einbilden, wenn man in London mal gewonnen hat? Kann man im gleichen Jahr 2-mal die Awards gewinnen? Oder ist das vielleicht ein Druckfehler? Nein, ich glaube nicht, dass das ein Druckfehler ist. Auf jeden Fall mit Baltic Ale, das testen wir dann in der nächsten Folge. Würde ich mal sagen, Jan. Ach so. Naja. Na toll, was trinke ich jetzt? Wie? Na jetzt trinkst du gleich in der nächsten Folge. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir dieses. Guckt unbedingt mal in der Beschreibung. Genau, dann werden wir das hier mal trinken, das Baltic Ale. Und guckt unbedingt mal in der Beschreibung nach,
Da sind die ganzen Links zur Inselbrauerei. Die gibt es bei Facebook, YouTube und eine Internetseite gibt es da auch. Und genau. Also bis zum nächsten Mal. Hau rein, Finn. Hau rein, Brian.